Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Banjo-Kazooie. Beim letzten Mal haben wir hier durchgestartet mit dem Level Kirkwood, was das letzte Level ist. Und wir sind hier schon im Bereich Sommer angelangt. Das ist ein Jahreszeiten-Level. Gibt hier vier Teile von dem Level so gesehen. Und wir sind im Sommer, also im zweiten Teil. Und da müssen wir mal weitermachen, nicht? So, wo waren wir denn überhaupt noch nicht? Waren wir da hinten schon? Ich glaube nicht. Kommt man da hoch? Ja, doch, komm mal. Sehr schön, jawohl, wir müssen hier... Aua, Vogelmann, lass mich in Ruhe. So, wir müssen hier auf jeden Fall noch diese Raupen einsammeln. Das machen wir doch glatt. Die brauchen wir eigentlich gar nicht mehr, die Ikambokgams. So, da hinten ist auf jeden Fall auch noch eine Raupe. Das hat man gehört beim letzten Mal. Los, komm da rüber. Jawohl. Nimm die mit. So, fünf Raupen brauchen wir. Fünf Raupen haben wir. Alles perfekt. Und hier sehen wir... Ist ein guter alter Freund, denn der Gobi ist hier. Oh nein, ihr beiden schon wieder. Gobi dachte, hier vor euch sicher zu sein. So, Gobi, du musst wieder mal dran glauben, leider. Oh, daneben. Jetzt aber. Wollt ihr wohl damit aufhören? Es dauert Jahre, bis ich wieder so viel Wasser finde. So, dank ihm konnten wir hier die Blume gießen. Hören wir nochmal? Nee, nochmal geht nicht. So, wir haben auf jeden Fall die Blume gegossen. Sie ist dadurch gewachsen. Jeder weiß, wie die guten Blumen funktionieren. Dann ist eine Banjo-Statue. Die holen wir uns nicht. Brauchen wir gerade nicht. Würde ich doch sagen. Oh, was kann man denn noch machen? Dem guten Biber Gnordi haben wir auch schon geholfen. Ja, das sah echt komisch aus. Nein! Oh ja, fast. Was draufgekriegt hier? Ja, da ist eine Flugplatte, aber da ist ein Ding noch drauf. Okay. So, komplett auswendig weiß ich leider nicht mehr hier alles. Also, ich habe zwar dieses Level tatsächlich sehr, sehr häufig gespielt, weil ich das unglaublich geil finde, wirklich. Aber das ändert ja trotzdem nichts daran, dass ich nicht alles auswendig weiß. So, Kollege, kommst du raus? Da ist gar keiner mehr drin. Gut. Das heißt, wir können jetzt mal anfangen, hier den Berg hochzugehen. In Newton. Und beim letzten Mal im Frühling waren hier die Blätter noch nicht ausgewachsen. Diesmal schon. Gucken wir mal, ob es dafür diesmal vielleicht doch ein Puzzleteil gibt oder so. Ich weiß es ja nicht, oder ob es nur eine Abkürzung ist. Da ist tatsächlich ein Puzzleteil. Geil. So, das war's mit dem Puzzleteil hier, dem dritten schon. Ne, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht. Das muss ich gleich... Was? Nein, 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 nein. Aua. Nun gut, ich glaube, das ist trotzdem nur eine Abkürzung. Ich gehe trotzdem nochmal hin. Und ihr könnt ja mal hören, im letzten Part habe ich es ja schon mal angeschnitten, wie sich das Theme verändert hier. Vom Frühling zum Sommer hin. Es ist jetzt so ein bisschen, ja, ein bisschen gediegener irgendwo. Aber jetzt setzen gerade hier die Trompeten oder die Bläser ein. Aber eben so richtig schön langsam und gediegen auf jeden Fall. Boah, also dieses Blatt ist hier irgendwie der Horror für mich. Und da ist noch ein Mumbo-Schädel. Brauchen wir doch gar nicht. Warum gehe ich da hin? So, hier gehen wir aber drauf. Das ist echt ein bisschen hakelig hier. Guck mal, da ist noch eine Raupe. Guten Tag, Raupi. Raupi setzt Fadenschuss ein. Das hat keine Wirkung. Okay. So, das Haus wird auch schon wieder weitergebaut. Ihr habt gesehen, im Inneren ist ein Puzzleteil versteckt. Ich weiß gar nicht, kommt man da jetzt schon hin? Sieht mir nicht so aus, als würde man da jetzt schon hinkommen. Ich traue mich auf jeden Fall nicht. Denn wenn man hier runterfällt, sieht es übel aus. Ist auf dem Dach auch schon was vielleicht? Na, komme ich gar nicht aufs Dach drauf? Geht gar nicht? Na, will ich auch meinen, dass das geht. Aber auf dem Dach ist noch nichts. Hinterm Haus eventuell. Na, hier, irgendwo. Gar nichts, 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 nein, gar nichts, nichts, nein. Gut. So, ich glaube, dieses Puzzleteil im Haus... Oh, die Kamera bringt mich gerade um. Danke. Das Puzzleteil im Haus kann man jederzeit holen, deswegen interessiert mich das gerade erstmal lieber nicht. Das können wir uns theoretisch auch noch im Winter holen. Boah, das war ein krasser Blindjump hier. Das war schon riskant, was ich da gerade Wow. Wow, 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 wow. Also ich muss mal ein bisschen aufpassen hier. So, da sind ein paar Noten. Hier ist nur eine Feder, die brauchen wir nicht.
glaube, den Weg kommt man gar nicht hoch ohne den Huckepacklauf. Also hier schön langsam und vorsichtig auch mal hin. So. Na gut, so langsam müssen wir auch nicht laufen, oder? Aber lieber vorsichtig als tot. Bumm! Ah, ich dachte, ich falle auf ihn drauf. Ah, Kollege, den hauen wir weg. Ja, das bringt ihm da auch nichts. Da war auch nochmal eine Raupe. Gucken wir nochmal, was der gute Napnut hier macht. Napnut? Napnut? Wie auch immer man ihn ausspricht. Oh, er ist dick geworden. Napnut hat viele Eichen gegessen. Nun habe ich für den Winter keinen Vorrat mehr. Na, dumm gelaufen für dich, mein Freund. Und er furzt hier erstmal rum, ey. Sage mal. Wollte doch hier eigentlich nur mal kurz schauen, was es hier so gibt noch. Und da rülpst er nochmal. Beherzt. Mein Gott, ich kann nicht reden. Alles gut. Wir gehen hier weiter. So, die Energie können wir getrost liegen lassen erstmal. Was ist denn hier? Ach, hier ist der gute Irie. Dem haben wir ja seine Raupen geholt. Hallo, Irie. Irie, redest du mit mir? Nein? Jetzt. Schön saftig. So, jetzt hat er die alle aufgegessen. Mal gucken, was er jetzt macht. Er wächst erstmal und rülpst dabei auch rum. Okay. Ups, jetzt bin ich aber satt. Wir schlafen. Ist auch geil, wie der einfach eine Windel anhat, der Irie, ne? Aber okay. Solange wir die nicht wechseln müssen, ist alles in Butter. Und hier wieder gefährliche Sprungpassagen. Und ja, ich weiß, wir waren noch nicht überall. Beim Bienenstock zum Beispiel waren wir noch gar nicht. In dieser Jahreszeit, ne? Kann man hier lang gehen? Ja. Nein, ich hab's verkackt. Ich hab's verkackt. Ach gut, ich konnte es noch irgendwie retten. Ah, das war ja aber echt gefährlich. So, hier sind die Bienenstock. Hier ist das Bienenstock-Ding. Und da ist jetzt eine Luke, da können wir rein. Und beim letzten Mal haben die ja schon gesagt, sie erwarten uns, wie wir hier das Gold klauen wollen. Der dicke Honigbär, haben sie gesagt. Und da kommt der dicke Honigbär und will sein Gold. Alarm, Alarm! Da ist der dicke Bär. Er will Grundhildas Gold klauen. Stecht ihn, Zubas. So, das kann man auch ganz leicht mit Unbesiegbarkeit machen. Aber wir machen es natürlich wieder hier mit dem Pieken erstmal. Zumindest versuchen wir es. Aua. Die droppen leider auch keine Energie. Das ist ein bisschen gefährlich. Boah, da kommen auch echt viele, ne? Na, jetzt ist es langsam knapp. Vielleicht doch lieber die Unbesiegbarkeit zünden. Einen Hit vertragen wir noch. Aber ich glaube, das schaffen wir noch. Es sind nur noch zwei übrig, so wie es aussieht. Einer noch. Da ist er. Und zack, geschafft. Aber knappe Sache. Pssst, er hat uns besiegt. Naja, es war sowieso kein toller Job. Immer dieses langweilige Ding zu bewachen. Wow, also da hätte ich vielleicht doch die Unbesiegbarkeit ziehen sollen, aber okay. Wir machen hier natürlich den Hardcore-Modus, hier nicht die Pussy-Variante. So, können ja auch versuchen, irgendwo noch Energie aufzutreiben. Da den Vogel, haben wir den schon besiegt zum Beispiel hier? Nee. Aber jetzt haut er mich hier runter und ich bin tot, ich sehe schon kommen. Und dann war's das mit meiner tollen Hardcore-Variante. So, hier haben wir uns einmal ein bisschen Energie aufgefüllt. Hier waren wir ja auch noch nicht dann, ne? Da ist noch eine Raupe. Raupe holen wir uns. Ich glaube nämlich, man kann die noch mitnehmen. Na komm. Ja. Wo geht's hier hin? Da geht's dann runter, das Stück. Ja. Hier waren wir ja schon. Na, da liegt auch noch Energie da unten. Und hier ist auch noch ein bisschen was. So, gut, jetzt sind wir wieder fast voll Energie, aber wir müssen nochmal hoch, weil ich ja leider ganz oben runtergefallen bin. Aber ich konnte mich noch halbwegs retten, ne? Das war immerhin das Gute daran. Ach ja, freue ich mich hier drauf im Winter. Ich liebe ja den Winter. Der Winter ist tatsächlich meine liebste Jahreszeit, aber auch nur wegen, wenn es da wirklich schneit. So, der Winter jetzt in den letzten paar Jahren in Deutschland beispielsweise ist eher Quatsch, ne? Aber
nicht so schlimm. Der Winter in den letzten Jahren hier in Deutschland war echt Quatsch. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob das wirklich nur Einbildung ist oder so, aber als ich ein Kind war, ganz ehrlich, da waren doch immer geile Winter. Also so vor 15 Jahren, 10 Jahren. Was waren da für geile Winter? Irgendwie 10 Jahre ist sogar ein bisschen zu wenig, glaube ich. Eher 15 Jahre. 15 Jahre, 20 Jahre. Ich erinnere mich dann irgendwie wirklich, wie man da immer Schlitten fahren war und wie man dann da irgendwie Schneeballschlachten gemacht hat und so weiter. Irgendwie das jetzt ja eher kaum möglich. Da ist ja eher irgendwie im Februar auf einmal Hochwinter und im Dezember ist irgendwie noch 10 Grad, 15 Grad. Leider. Aber naja, ich weiß nicht wirklich, ob das wirklich nur so meine Einbildung ist, mein subjektives Empfinden oder ob das tatsächlich so ist. Gut. Weiß man nicht so genau, ne? Kann man nicht wissen. Scheiße, Mann. Eieieiei, konnte ich mich auch wieder retten? Haben wir noch Vogel raus? Ne. Jetzt fail ich aber ein bisschen, ne? Ich glaube, ich laufe jetzt gerade auch einen richtig, richtig großen Umweg. Aber okay, versuchen wir es einfach mal, ne? Da hinten ist noch Mumbos Haus auf jeden Fall. Mumbos Hütte. Der ja leider zu faul ist, uns die Verzauberung zu geben hier. Und meiner Hund. Wie sie hier auf den Berg hochkommt. Also wie nennt man das denn? Ich würde jetzt ausgekarft sagen. Ich kann das deutsche Wort schon wieder nicht. Ausgeschabten Baum? Aber naja, hier muss sie hochspringen, die gute Kazooie. Und das hier ist anscheinend echt meine Nemesis-Stelle hier wieder. Nee, gut. So, jetzt hier mal bitte nicht runterfallen und dann da vorne auch nicht. Einfach nirgendwo runterfallen wäre mal schön. Damit ich jetzt hier auch mal ein bisschen weiterkomme, ne? Ach, ich erinnere mich, hier kann man auch irgendwie noch durch ein anderes Fenster, ne? Dafür braucht man die Flugplatte. Da oben, da ist eine leere Honigwabe drin, ne? Bin ich mir hundertprozentig sicher. Kommt hier noch der Vogel? Nee. Haben wir hier also schon alle besiegt. Macht eigentlich, glaube ich, gar keinen Unterschied, ob man zweimal A drückt und diesen Flug hier macht oder einmal A und dann B, um den hier zu machen. Ich glaube, man kommt fast gleich weit. Aber irgendwie hat man mit dem Zoppel-A ein bisschen eher das Gefühl, dass man die Kontrolle mehr hat. So, und ich glaube, hier bin ich untergefallen beim letzten Mal. Ja, ich glaube schon. So, ist hier noch irgendwas? Oder bin ich hier komplett umsonst hingelaufen? Vielleicht irgendwie ein Jinjo versteckt oder so vielleicht diesmal? Nichts? Nicht mal Noten? Gar nicht? Das wäre ja ein bisschen ärgerlich. Das Extra-Leben nehme ich jetzt mal mit, einfach mal. Weil ich es kann. Aber wirklich, hier ist nichts. Das ist ja echt ärgerlich. Mist, Mist, Mist. Bin ich hier komplett umsonst hochgelatscht. Aber okay. Lieber einmal gelaufen, als irgendwie dann zu wenig im Endeffekt. Und jetzt machen wir hier mal Trick 17. Und springen hier einfach mal den ganzen Weg runter mit der Unbesiegbarkeit. Oh. Nicht hier runterfallen. So, und dann würde ich sagen, können wir den Sommer ja auch schon wieder verlassen, ne? Der gute Sommer ist vorbei. In Wirklichkeit fängt der Sommer wohl erst an. Im echten Leben, aber okay. Hoffentlich zumindest mal, ne? Sommer ist ja auch immer was Schönes. Sofern es dann nicht irgendwie wirklich so an die 40 Grad wird, ist es ja wirklich was Schönes. So, hier ist der Herbst und hier sehen wir schon die Kollegen vom Bubble Gloop Swarm, die Libellen. Die sind hier unterwegs. So. Und jetzt hier auch wieder alles neu, alles anders. Bär muss noch mehr holen. Baby hat Hunger. Will 10 Raupen haben. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich die Raupen behalten habe, die ich im Sommer noch übrig hatte. Wir sehen da vorne schon, die Blätter sind jetzt wieder ein bisschen kleiner geworden und hier sind überall Laubhaufen. Okay. Da ist noch eine. Ist das die erste? Nee, ich behalte die aus dem Sommer. Das ist ja sehr interessant. Warum mache ich das eigentlich? Ich brauche das doch gar nicht mehr. Aber okay. Nicht schlimm, nicht schlimm. Hier die Frösche. Die Frösche mitquaken. Das ist ja auch geil, ne? Oh, hier gibt es viele Noten, ganz offensichtlich. Wir haben auch echt wenig bisher. Nicht die Energie. Ach, Mist. Ja, die Energie würde ich ganz gerne mal liegen lassen. Ganz klar. Warum? Natürlich, weil man die noch später einsammeln kann. Ah, ich sehe nichts.
Wollte ich zwar nicht, aber auch okay. Können wir jetzt zum Gnori. Den hatten wir ja beim letzten Mal hier seinen Felsen kaputt gemacht, damit er hier in seinen Bau kann. Den können wir jetzt endlich besuchen, weil der Wasserstand ist wieder da, ne? Fluss ist nicht mehr ausgetrocknet oder der See, wie man es auch immer nennen möchte. Und hier ist er. Da bist du ja! Endlich! Ich habe Monate auf dich gewartet, um dir das hier zu geben. Danke, Gnori. Netter Typ. Hat hier auch seine Flammen. Ein schickes kleines Bettchen hat er hier am Start. Ja, ganz gemütliche Wohnung für ihn auf jeden Fall. Aber okay, machen wir weiter, ne? Ist ja auch eine geile Musik. Die kommt nur so kurz vor. Aber der Gnori hat seine eigene Musik bekommen. Wusste ich gar nicht mal. So, weg mit dir. Krieg ich das? Boah, direkt aufgefangen. Bin ich gut oder bin ich gut? Skilled as fuck. So, hier oben ist eine Raupe. Raupi setzt wieder mal Fadenschuss ein. Und das ist immer noch nicht effektiv. Kann Raupi noch was anderes? Tackle, ne, glaube ich. Oh, hier ist ein Ginger. Raupi kann nur Fadenschuss und Tackle. Ah, ne, Giftstachel kann der. Total falsch. Hier ist wieder unser guter Freund, der Gobi. Und der Gobi muss leider wieder sein Wasser abgeben für die Pflanze, denn die muss wachsen. Da-da-da-da. Und da sehen wir schon das Puzzleteil. Ich habe eine Idee. Ich haue ab in die Lava-Welt. Dort werdet ihr mich niemals finden. Ah gut, dann macht das mal. Oh, und das ist jetzt unsere letzte goldene Feder. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall mal goldene Federn sammeln, ne? Hier scheinen echt viele Noten versteckt zu sein. In der Jahreszeit. So, waren wir da oben? Da war der Ginger drauf, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Oder war das woanders? Ne, jetzt war hier. Gut, gucken wir mal, ob der gute Jumbo, Mumbo Jumbo, auch noch unterwegs ist. Gib mir die Dings, danke. Nein! Ich Vollpfosten, aber okay. So, weg mit dir. Hier sind auch noch ein paar Sachen. Ach, verdammter Mist. Na, kriege ich das wenigstens? Ja, immerhin. Ach, hier ist gleich ein Weg nach oben. Dann ist ja gar nicht so schlimm, ne? Dann ist ja gar nicht so schlimm. War natürlich mit voller Absicht, bin ich da runtergefallen. Ja. So, so, so. Nein, nimm doch die Note mit. Ah. Komm ich da vorbei? Nee. So, alle Noten hier auf jeden Fall mitnehmen, ne? Da waren wir dann wohl runtergegangen. Komm ich da jetzt irgendwie drauf? Da ist immer noch eine Flugplatte. Ich glaube, die Flugplatte können wir auch erst benutzen, wenn Winter ist. Denn dann sind die ganzen Blumen da tot. Die sind dann nämlich gestorben. Genauso wie die große Blume, die hier ist. Deswegen müssen wir doch da irgendwie mal hochgelangen, ne? Geht das nur mit der... Vielleicht mit der Verzauberung vom Mumbo? Oh, das war auch wieder Fail, ne? Ja. Ach, mein Gott. Dummer Vogel. Aber geile Musik. So, hier sind wieder Gummistiefel. Damit können wir natürlich wieder hier hochgelangen und gucken mal bei Mumbo rein. Vielleicht hat er ja auch noch eine Raupe für uns. Ich hatte das so im Hinterkopf, ne? Ja, der hat eine. Aber er fegt. Oh, Mumbo, viel Arbeit mit Blätter auf Boden. Heute nichts Zauber. Schade, Mumbo. Schade, schade. Aber du hast einen Noten versteckt hier oben. Das ist doch auch mal was Nettes von dir. Nicht vergessen, die Noten mitzunehmen. In der Mitte irgendwas? Nee. Das heißt, wir haben unsere Verzauberung schon. Aber ich kann schon mal so viel sagen, die brauchen wir mindestens noch einmal im Spiel. Diese Verzauberung zur Biene. Aber erstmal noch nicht. Dafür müssen wir natürlich erstmal in den Winter gelangen und so weiter. So. Jetzt können wir hier, glaube ich, mal den Berg erklimmen, wenn ich mich nicht täusche. Haben wir hier die Noten eingesammelt? Ich denke schon. Halt, da haben wir noch nicht geguckt. Was ist hier? Noten. Habe ich noch eine goldene Feder? Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Die brauchen wir dringend. Und ich glaube, die kommen wir nicht, da kommen wir nicht ran ohne goldene Feder.
So, hier die Blätter natürlich auch eingegangen. Ein Stück weit. Ikamboka. Na, lande da aber bitte drauf. Danke. Ich wollte gerade sagen, hat er gar keine Energie für mich? Doch. Okay, das war jetzt ja der Sprung, den ich nie hingekriegt habe, ne? Sommer. Fällt mir hier auch voll schwer. Obwohl ich erst drauf war. Ach, komm jetzt. Ho, das ist knapp. Nein! Ach, goddammit. Was ist denn das für ein schlechter Versuch gewesen? Also wirklich. Ich glaube aber, da ist nichts mehr. Da ist wirklich wieder nur die Abkürzung. Aber man kriegt ja immer wieder schöne gute Laune durch die Musik. Von daher ist das gar nicht mal so schlimm. Aber wir haben noch gar nicht viele Raupen für den Eyrie, fällt mir gerade auf. So, hier ist noch eine Raupe. Wir brauchen 15 oder 10, was hat er gesagt? Da vorne ist auf jeden Fall die Blume. Da müssen wir vom Bienenstock runter droppen. Das heißt, wir müssen ja sowieso mehrfach den guten Berg erklimmen. Ja, ich weiß, es ist kein Berg, es ist ein Baum. Was soll's, ne? Was soll's? Da ist so eine Raupe. Gucken wir auch lieber nochmal hier rein. Nicht, dass da irgendwie ein Jinjo oder sonst irgendwas versteckt ist oder neue Noten. Noten sind hier. Zzz, hier gibt es nichts mehr zu holen, Bär. Wir sind alle ausgeflogen. Diese Noten gibt's hier. Das ist nämlich echt gemein. Das kann man schon so sagen, ne? Man war hier schon zweimal drin, ne? Einmal als Biene, da gab es ein Jinjo. Einmal als Banjo im Sommer, da gab es hier den schöne Puzzleteil. Und jetzt tatsächlich nochmal was. Also nett ist was anderes, muss ich sagen. So, wir gehen jetzt hier runter und droppen auf die Blume. Zack. Und holen uns das Puzzleteil. Komischer Kamerawinkel, aber egal. So, und ich würde sagen, das ist doch ein schönes Bild fürs Ende, denn der Part ist leider vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.